Denken Sie dran, Wachmann. Sie müssen sich weiterdrehen. Es würde in Ihrer Akte schlecht aussehen, wenn die Fabrik stillsteht. Ausgerechnet während Ihrer Wache. Ja, Sir. Was labern die denn da? Weil ich nicht so empfinde, würde ich da so gerne einfach mal eine Granate reinwerfen, ne? Wenn so drei Leute beieinander stehen. Das ist doch der Dream. Oh, was steht denn da unten? Was ist das? Ah, ist auch eine Person einfach. Oder? Oh, das wollte ich nicht. Sind das Blumen? Was ist das? Ist das Samuel da unten? Ich weiß nicht, was das für Viecher sind. What the fuck? Oh, das ist noch wieder so ein böser Fisch. What is this? So, du kommst doch jetzt gleich bestimmt wieder hierher, ne? Ja. Das dachte ich mir. Kann ich hier irgendwie hochkommen? Mich kurz warten, bis der weg ist. Kleinen Umweg nehmen. Das ist immer die Sprung- oder Beam-Fähigkeit und hier diese Nachtsichtfähigkeit. Die sind halt nebeneinander bei den Tasten. Wenn man nicht mehr weiß, welche man gerade verwendet. Sag mal, bist du jetzt bald fertig mit deinem Räucherpäuschen? Ich hoffe, du hast dich ausgestochen. Wer das so zelebriert hier? Hallo? Die Uhr läuft weiter. So viele Überstunden hast du nicht. Die Leute im Let's Play beschweren sich schon, dass ich hier die ganze Zeit rumsitze. Hallo. Ja, weg damit und tschüss. Ist ja schrecklich. Oh, hoch. Nee, alles gut. Ja, aber jetzt... Hau ab! Das klappt jetzt alles nicht so, wie ich es mir vorstelle. Oh, weil es hier das Tor noch davor gibt. Ich hasse das. Ganz ehrlich, das Hochgehen ist so scheiße. Ich mag das gar nicht. Ach nee. Hier sind wir wieder hier. Na gut, wir sammeln die Einträge. Das ärgert mich. Ich hätte auch nochmal speichern sollen einfach. Ich bin blöd. Sowas nervt. So, haben wir nochmal ein schönes Speicherli hier. Weil es geht ja auch theoretisch, aber es ist halt so wackelig einfach. So, und hier wollte ich nicht ursprünglich hin. Es sind natürlich nicht die Sachen von unten gelootet. Kann ja nicht angehen. Auch hier, dass ich jetzt durch diese Ritze... Ich kann doch nach unten sehen. Warum kann ich denn dann nicht nach unten gehen? Das ist doch Unsinn. Ich habe keine Ahnung, was das ist. Aua. Es ist ja gut. Es ist ja gut jetzt. Ja, könnte es. So, wir gehen jetzt einfach hier rum. So. Okay. Ja, hier ist irgendwo leider wieder so ein Elektro-Ding.
Aha. Okay. Was auch immer. Immer auf jeden Fall irgendwas ausgeschaltet, which is good, I guess. Ich will schon wieder speichern. Ihr wisst gar nicht, wie oft ich speichern würde, wenn ich es privat spielen würde. Okay. Ah, das war die Lichtschranke. Müssen wir das da auch noch ausmachen? Sieht ein bisschen so aus. Da können wir auf jeden Fall hin. Dann werden die gebrutzelt, oder? Ah, nee, warte. So. Dann können wir jetzt durchgehen. Meine ich. Warum liegt denn da eigentlich einer am Boden? Letzte Scheiße. Alles zum Kotzen hier. Was war? Warum kommst du denn jetzt plötzlich? Habe ich jetzt gerade noch gespeichert? I hate it here. Hier hatte keiner eine Patrouille, die hier hochführt. Was ist das für eine Scheiße? Dass jetzt hier einer langläuft. Hallo? Jetzt darf ich hier nicht mehr auf die andere Seite, oder was? Eben durfte ich das noch. Hallo? Ich darf nicht durch das Rad springen. Ich glaube, es geht los. Hm. Ich fühle mich jetzt gar ein bisschen awkward. Ach, guck mal. Aber der ist doch sonst nicht hier hochgegangen. Und mach die Ärger, ich hab die doch sabotiert. Guck mal, da sind irgendwelche Leute eingesperrt oder so. Frage ist, ist das noch bei schon bei Sokolov im Haus, oder? Ist das. Es müsste ja eigentlich noch in hier dem Gebiet sein, oder? Sonst würden wir das nicht sehen, right? Ach ja. So, und was haben wir hier? Warum wird eigentlich der Loot immer weniger gefüllt? Ja, ich komme ja. Wisst ihr, was ich jetzt mache? Ich speichere nochmal, falls das so ein Ding gegen die Zeit wird, wieder, wo man schnell reagieren muss. Das kennt man ja. Erst weiter hoch oder erst weiter und erst weiter runter? Erstmal zu den Leuten, die hier Hilfe brauchen. Was ist denn hier überhaupt los? Ah, die Ratten. Hä? Genau deswegen habe ich das gemacht. Es kann doch nicht sein, dass sie da hinten auch noch mit wegfegt. Was ist das denn? Naja gut, dann müssen wir die Ratten irgendwie die Aufmerksamkeit auf uns ziehen. Und zwar hier. Kommt her. So. I guess. Hi. Tyrions Tagebuch. 26. Tag, Monat des Windes. Endlich habe ich einen Ort gefunden, an dem ich mich verstecken und lange überleben kann, wenn ich mich ruhig verhalte. Die Stadtwache hat das Gebäude für verlassen erklärt, also sollte dieser Keller ein sicherer Platz sein. Das muss ich einfach glauben. 28. Tag, Monat des Windes.
Alles läuft nach Plan. Die Wache patrouilliert in den anliegenden Straßen, aber betritt nie das Gebäude. Nahrung ist das einzige Problem, aber ich konnte nachts etwas stehlen. Zweiter Tag, Monat der Dunkelheit. Noch jemand hat diesen Ort gefunden und will ebenfalls hier hausen. Er trägt ein seltsames Knochenamulett und behauptet, dass es ihn vor der Seuche beschützt. Wir werden ja sehen. Vielleicht können wir einander helfen, aber ich verliere den Glauben an die Überlebenschancen. Vierter Tag. Seit seiner Ankunft habe ich schlechte Träume und fühle mich nicht so recht. Es gibt immer mehr Ratten in dem Gebäude. Bald werde ich diesen Schuppen nicht mehr verlassen können, selbst wenn ich es wollte. Ich fange an zu glauben, dass ein Amulett verflucht ist. Ah ja, jetzt hab ich's ja. Sonst noch was hier? Halten Sie irgendwie die Ratten von mir fern, damit ich raus kann. Jo, mach ich doch schon. Warum so unhöflich? Das ist der andere Dude, oder was? Irgendwas sieht mit seinen Beinen nicht so gesund aus. Oh, was ist denn hier los? Ja, hab ich doch schon. Warum ist sie denn so unglaublich unhöflich? So, und jetzt? Danke für die Hilfe. Ja, bitte. Ich dachte, ich wäre sicher. Aber da waren Ratten. So viele Ratten. Das ganze Lagerhaus verseucht. Ja. Ich weiß, dass manche Leute nicht an sowas glauben. Aber ich schwöre, die Ratten kamen, nachdem ein Mann hier durchgegangen ist und ein Amulett umhergeschwenkt hat. Mhm. Es sah aus wie aus Knochen. Aber jetzt ist er tot. So wie alle anderen von hier. Sie verbirgt ihre Hände. Sie sind rau und von der Wäscherei vernarrt. Die Luft ist dick und abgestanden. Ätzende Dämpfe ballen noch immer darin umher. Okay. Ach ja. Da. Kannst da raus. So, sollten wir noch gucken, was oben noch geht. Oh, da sage ich nicht nein. Ruf zu den Sphären Band 1. Auszug aus den ersten Seiten eines fiktionalen Werks. Als die Maschinen des alten... Das hatten wir schon. Aber wir hatten, glaube ich, nicht den zweiten Teil. Wir hatten das, wo der Hebel gezogen wird, und jetzt? Ich hatte aber hoch erfreut, so wie ein 16-jähriger Junge am Vorabend des Festes der Fuge. Wenn wir wieder in Gristle sind, werde ich zum kaiserlichen Arzt ernannt. Oder sie werden für ihre Ketzerei verbrannt werden, Mr. Dritter Präfekt. Das hängt ganz davon ab, was wir dort finden werden. Die Stimme seines Meisters klang anders, als ob ihr die Luft der äußeren Sphären sonst unbekannte Eigenschaften hinzufügen würde. Unsicherheit, Schwäche und Angst. Ich warte einen weiteren Blick auf das monolithische Gebilde in der Ferne. Ein Wunder für Orchardo, ein Rätsel für Aufseher Bryn und für mich ein prachtvoller Schrein des Wahnsinns. Okay. Ich habe keine Angst vor dem Nichts. Ich kümmere mich nicht um die geistige Gesundheit der Schwachen. Denn ich bin sein Bote, sein Auserwählter, habe sein außergewöhnliches Reich gesehen, wo er sich für immer vor der Substanz des Nichts ernährt. Allein in Orchardos Schiff, das in der Grot mit Leben getüncht, zeichne ich mit meinen Fingern Pläne, während ich durch die Portale auf das Land blicke, das sich dort unten erhebt. Dort werde ich das erste Monument seiner Größe errichten, eine faulende Wunde im Fleisch der Natur. Geduldig werde ich bauen, auf dein Kommen wartend, o großer Spross des Nichts. Okay, gönn dir. Werde ich nicht abhalten. Entschuldigung. Danke. Ach ja, wen haben wir denn da? Guck mal, so teure Ringe. Und hat am Ende dann doch nichts gebracht. Gut, ab zu Sokolov. Sokolov, du alter Sockenbär. Piep. Ach, guck mal. Ist das etwa unser Sokolov? Da bin ich ja gespannt. Dafür, dass sie so nah bei einem Arzt wohnen, sehen die aber nicht sehr fit aus. Ach ja.
Aber die Birne ist noch gut erhalten. Es sind nicht mehr so viele Ratten, oder? Unsere Nicht-Töten-Agenda klappt ganz gut. Kann ich mich hier durchmogeln? Darf ich durchmogeln? Ja, das ist jetzt sehr scheiße. Gleich. Wer hat die Tür hinter mir zugemacht? Hier sind gar keine Wachen jetzt mehr, oder? Ah, das dachte ich mir doch. Ah, doch Wachen. Verbringen die Hälfte von dem Spiel immer diese Ansicht, ne? Guck mal, da kommen wir auch noch höher. Huch. Ah. Okay. Oh, schönes Licht. There we go. Ah, und Geld. Wunderbar. Wunderbar, wunderbar, wunderbar. Das hat sich doch direkt gelohnt. Ach, und ein neuer Weg. Ist das ein Anti-Sokolov-Zeichen? Rats are eating our babies. Oh shit. Und? Sokolov stinkt. Da oben sagst du, ist noch eine Rune. Gucken wir mal. Irgendwas für Loot Spannendes noch. Da unten ist noch Loot. Oh, gar nicht mehr so wenig, oder? Habe ich das einfach übersehen? Ah, warte. Kommen wir denn da rein, ist die Frage. Von oben irgendwo? In den Raum? Hier ist zu. Oh. That's kinda interesting. Also, der Raum muss hier sein. Aber hier, dürfen wir hier runter? Hier ist doch die andere Seite hiervon. Okay, das hilft uns jetzt erstmal nicht viel. Aber wie komme ich denn jetzt an die Schätze? Oh, hier ist auf jeden Fall ein cooler Weg rum. Hey, nee, hatte ich nicht. Das ist irgendwie ein cooler Weg. Ja. So, jetzt sind wir hier. Aber wie kommen wir denn da an die Sachen ran? Ich sag, wisst ihr es? Ich habe keine Ahnung. Doch irgendwie hier rüber noch, maybe? War hier so ein Ding? Aber hier waren wir ja auch überall schon. Das ist ja dasselbe. Sie haben schon wieder diesen Blick drauf, Grayson. Haben doch nicht schon wieder nachgedacht, oder? Alle anderen werden von der Seuche. Nein, 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 Sir. Nicht nachgedacht. Ich habe mich nur gewundert. Oh. Oh, guck mal, da sind Leute eingesperrt. Warum fragt er dann immer nach gesuchten Bürgern? Ich meine, wenn Sie verstehen, Sir. Ach du Gott. Ach du Gott. Die bereits Infizierten nicht lange genug leben, um Sokolov irgendwelche nützlichen Informationen zu liefern. Dennoch eine Schande. Zum Beispiel diese Frau. Die Stadt ist tot. Sah sogar gut aus. Wir werden keine drei Monate mehr zu sein. Eine Schande, dass sie sterben muss. Und auf so schreckliche Art und Weise.
Jetzt hören Sie mal gut zu. Das Warum und Wie geht uns nichts an. Wenn Sie Ihre Elixierrationen wollen, rate ich Ihnen mit dem Nachdenken aufzunehmen. Die da sind ja, super. Laborratten für Sokolovs Experiment. Die können wir noch befreien. Bedeuten mir nichts. Verstanden? Die Stadt ist tot. Richtig, wir werden richtig. Keine 3 Monate mehr. Warum sollte ich mir um ein paar elende Ratten Gedanken machen? Das Problem ist halt mehr. Später sowieso. Wenn die abhauen, werden die ja trotzdem umgelegt. Richtig? Ich meine. Oh. Worum ging es da? Das Lagerhaus. Das da oder was? Das Lagerhaus. Guck mal, da oben steht schon einer. Oh, das wird sehr interessant alles. Okay. Machen wir nochmal kurz einen Check. Okay. Ja, fliehen müssen sie schon selbst. Stirb, verdammt! Meint ihr, die konnten fliehen? Oder hätte ich da jetzt noch helfen müssen? Da geht's auf jeden Fall dann auch rein. Verkackte Seuche. Huch. Ratten, alles zum Kotzen. Oh. Das ist dann ja auch blöd, oder? Das ist ja irgendwie dann auch doof. Wir müssen es schon irgendwie schaffen, dass die auch überleben. Es geht eigentlich nur, wenn wir vorher die anderen umbringen, ne? Wir haben halt leider nicht mehr... Wir haben gar keinen Betäubungsbolzen mehr. Ich finde es schade, dass man die dann während der Mission nicht irgendwie... neu machen kann. Also die Leute laufen darum. Wir können natürlich probieren, mit Geräuschen abzulenken. Wahnsinnige Sokolov wird etwas Schlimmes mit uns machen. Wir müssen entkommen. Wir werden dich hören. Wenn du schießt, dann schieß los. Ansonsten lenk keine unnötige Aufmerksamkeit. Wir müssen da jetzt schon einen doofen Weg nehmen. Moin! Wen haben wir denn da? Eine erfolgreiche Nacht, Corvo. Ich bin hier, wenn Ihre Mission erfüllt ist. Okay. Ja, ich habe noch diverse Probleme. Für die ich noch leider noch keine Lösung habe. Ach, guck mal, da ist auch wieder eine Schranke. Oh, da stehen gleich 2. Wie ätzend. Da unten auch noch einer. Übertreiben aber auch jetzt hier. Ich glaube, passt. Wir kommen hier nicht mehr ohne Opfer durch. Zumindest nicht, wenn wir die Menschen befreien wollen. Kommst du hier runter? Nee. Gar nicht. Schwierig, schwierig. Schluss mit dem Versteckspiel. Zeig dich. Guck mal, das hat nicht mal einen getötet. Wie denn? Jetzt hab ich dich. Irgendwie habe ich mir die spektakulärer vorgestellt, muss ich gerade sagen. Ich dachte, die können was. Aber die können ja gar nichts. Wir haben so viele Möglichkeiten für gute Wege. Aber mich besorgt das eben mit den Leuten hier. Das würde ich gern zuerst erledigen. Also, was wir halt natürlich noch machen können, ist die jetzt alle abfangen und ausschalten mit Händen. Hä? Oh, da stand einer. My bad. My bad. Aber das ist natürlich, ist natürlich alles schwierig. Mit dem könnte man wahrscheinlich gut anfangen. Ja,
Early in the morning. Hooray and up she rises. Hooray and up she rises. Hooray and up she rises. Early in the morning. So, ich glaube, es waren 3 Stück insgesamt. Da noch einer. Und wo ist der dritte? Der pfeift da, oder? Der dritte. Hooray and up she rises early in the morning. Ich werde auf jeden Fall jetzt mal noch speichern. Ich habe jetzt schon mal 2 geschafft, weil ich gerade nicht sicher bin, wo der dritte ist. Ah, da. Das Problem ist, dass da vorne ja gleich auch schon wieder welche anfangen. So. Jetzt müssen wir eigentlich nicht mehr schleichen, oder? Ja, ja, ja. Möp, möp. Alle 3 einfach während der Schicht eingeschlafen. Könnt ihr es euch vorstellen? Moin. Soll ich euch mal aus eurem Rattenkäfig befreien? Sollte das hier nicht... Ich weiß nicht, wer sie sind oder warum sie das getan haben, aber hören sie mich an. In der Nähe steht ein halb zerfallenes Gebäude. Im ehemaligen 2. Stock befindet sich ein Gemälde. Ich habe früher dort gearbeitet. Hinter dem Gemälde ist ein Tresor. Die Kombination ist 294. Interesting. 294. Seht ihr, es lohnt sich, gute Taten zu vollbringen. Für den kam es leider zu spät. Aber damit du nicht ganz so traurig bist, ich hab da um die Ecke ein paar Kumpels. Legst dich einfach dazu. Perfekt. Wir haben wieder ein paar Zivilisten gerettet, anstatt sie umzubringen. Wir werden ein immer besserer Mensch.